Weiß ich doch. Das durfte ich nicht machen. Dann sind sie doch wieder mitgekommen. Und wenn sie mich hier hinfassten, mich küssten, dann war ich weg. Dann passiert es mal und dann passiert es wieder nicht. Willkommen zurück hier auf Dave's Movie Place. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zu diesem kleinen Video, in dem ich euch eigentlich nur mal meine Eindrücke vermitteln möchte, die ich dieses Jahr in meinem Urlaub sammeln konnte. Wer weiß oder wer mich kennt, der weiß, dass ich dieses Jahr wieder bei meinem YouTube-Kollegen und Kumpel, dem Alex von Aquifels Filmecke, zu Besuch war. Und der wohnt nicht unweit von Hannover. Dieser ganze Ausflug, dieser ganze Besuch, den hatte ich mir auch schon übrigens letztes Jahr überlegt bei meiner Abfahrt. Also ich dachte, du hast wirklich noch ein bisschen Zeit und Hannover ist wirklich nicht weit weg. Fahr doch einfach mal hin und ja, guck, ob du es findest. Ne? Dieses Grabmal bzw. diese Gedenkstätte der Opfer vom Serienmörder Fritz Haarmann und auch die Rote Reihe, ne? Also seine letzte Straße, in der er gewohnt hat, in dieser Dachgeschosswohnung. Rückblickend muss ich sagen, ich bin froh, dass ich es nicht alleine unternommen habe. Ich hätte es niemals gefunden. Hätte mich da wahrscheinlich total verirrt und verwirrt. Und ja, denn wir waren dieses Jahr, haben wir das endlich mal durchgezogen, gemeinsam. Und auch da waren wir schon den ganzen Tag damit beschäftigt und waren auch den ganzen Tag unterwegs. War wirklich ein Tag, den ich niemals vergessen werde und auch die Eindrücke, die ich niemals vergessen werde, denn wenn man da wirklich mal konfrontierend vor so einem Denkmal steht, als True Crime Fan, und ihr wisst, die ihr mich kennt, ich bin ein riesen Fan von, oder beziehungsweise habe großes Interesse, schon jetzt seit so 2006 ging das los, an den ganzen True Crime Geschichten, sprich Serienmörder in Amerika, ne? Das sind ja so die gängigsten, die man so kennt, Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy, Ted Bundy, diverse andere und natürlich, wenn ihr mich kennt, ne? Wo ist er? Hier oben. Ed Gein, ne, dem ich ja in über 2 Stunden Video-Epos gewidmet habe. Ne, das Ganze klingt ja schon mehr einer Doktorarbeit, die ich da abgeliefert habe. Aber Ed Gein ist bei mir wirklich die liebste Herzensangelegenheit. Fragt mich nicht, warum, es ist einfach so. Ne? Und wenn ihr möchtet, ist das Video auch nochmal gerne unten verlinkt. Aber auch auf Fritz Haarmann bin ich 2006 gestoßen in meinem ganzen riesigen Interesse, was da für die Geschichten der ganzen Serienmörder rund um die Welt aufkam. Und dann haben wir noch hier in Deutschland etliche Kandidaten in der Nachkriegszeit. Natürlich Fritz Haarmann, dann haben wir noch Peter Kürten gehabt oder auch dann in den späten 70ern. Natürlich Honka ist nicht zu vergessen mit dem goldenen Handschuh, dem Film, der sich wirklich authentisch und widerwärtig damit beschäftigt. Hier Joachim Kroll, Jürgen Bartsch, ne, Rudolf Pleil, der eigentlich den Spitznamen der Todmacher später bekommen hat, der dann natürlich für den Fritz Haarmann Film genommen wurde, hier mit Götz George in der wunderbaren Hauptrolle. Ja, das ist auch ein Film, der könnte nun endlich mal auf Blu-ray erscheinen, aber Warner, wen überrascht das? Vielleicht könnte der Play on Pictures nächstes Jahr mal nachlegen, weil 1924 und 2024, da jährt sich die Aufdeckung des Falls Haarmann zum 100. Jahr oder im 100. Jahr. Und das wäre doch eine optimale Gelegenheit,
den Todmacher endlich mal auf Blu-ray rauszubringen, gerade auch um Götz George nochmal dementsprechend zu würdigen und auch einen herausragenden deutschen Film nochmal zu würdigen, der auch dann später 1995, 96 die Oscar-Nominierung innehatte. Ja, und 2011 oder 12, wo habe ich ihn einsortiert? Nee, 2010, oh, kam über den WDR nochmal eine schöne Doku hier, Puppenjungs. Der Fall Fritz Hamann ist ein schönes Stück, geht so um die rund 45 Minuten, auch mit so ein bisschen Schauspieler, die hier die Figuren gemimt haben. Natürlich wunderbar, Dokumentation und Interviews mit Zeitzeugen von damals. Und die Eindrücke, die mir gesammelt haben, die waren schon beachtenswert, muss ich sagen. Die haben schon Eindrücke hinterlassen. Natürlich bin auch ich von Geschichten über Serienmördern immer so ein bisschen ja, fasziniert. Natürlich, es herrscht auch immer so ein gewisser Kult. Ne? Viele Serienmörder sind so Kultphänomene. Fast schon Popstar oder Superstar-artig werden da manche verehrt und angesehen. Aber wenn man dann wirklich mal vor so einem Denkmal oder vor so einem Grabmal oder vor so einer, ja, wie wir es getan haben, auch in derselben Straße stehen, in der Roten Reihe in Hannover, in der das Haus stand und in der Wohnungen auch gewisse abscheuliche Taten stattfinden, kriegt man deswegen doch mal ein anderes Gefühl und auch ein besseres Verständnis und da wirkt sowas dementsprechend, ne, was das alles, was das eigentlich bedeutet, ne, da so ein Juhai drum zu machen um eine Person, die viele, viele Menschen im Nachhinein, sprich Verwandte, Eltern und Geschwister, sehr, sehr stark geschädigt haben, ne. Dass da Leben ausgelöscht wurden und dass da Leben genommen wurden und dass das im überwiegenden Teil auch gerade bei Fritz Hamann sehr junge Leben gewesen waren. Ne? Man spricht im Zeitraum, also Lebensjahre der Opfer, das war eine Zeitspanne von 10 bis zu 22 Jahren. Also wenn wir jetzt mal die Alter der Opfer nehmen, ne, das jüngste war so 10 Jahre, das ist schon krass und das älteste war 22. Wenn man das alles mal so mitbekommt, wie er dann noch mit seinen Opfern verfahren ist, dann hat er alle mehr oder weniger zerschnitten und zerhackt. Und es ist sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, wie sowas nicht auffallen konnte. Natürlich war Hamann auch in den im Verdacht, dass da alles nicht so ganz mit rechten Dingen zugeht. Aber wie schon gesagt, diese ganze Sache ist natürlich auch ein Riesenzeitdokument der Nachkriegszeit. Wir haben fast überall Leid, Elend und Hunger und jeder ist mit sich selbst beschäftigt, jeder ist auf seinen eigenen nächsten Vorteil bedacht und da stellst du nicht gerne oder stellst du nicht lange Fragen, ne, woher du gewisse Kleidung beziehst oder gewisse Lebensmittel, gewisse Fleischkonserven. Leider fehlt mir jetzt so ein bisschen die Zeit, das Ganze wirklich jetzt so üppig nochmal aufzuarbeiten, wie schon gesagt, den Fall Edgin, mit dem ich über 2 Stunden gewidmet habe. Aber ja, wer sich da näher beschäftigt oder wer auch schon den Fall von Fritz Hamann kennt, der weiß das so und so schon. Und von daher ist dieses Video hier nur mit meinen kleinen Videos versehen, die wir an diesem Urlaub machen konnten. Und wenn ihr mal hinschaut im Vergleich, dann seht ihr, dass von dieser Straße, so wie sie damals 1923, 24 ausgesehen hat, dass da nicht mehr viel übrig ist. Ne, eigentlich gar nichts mehr. Es steht wirklich von der Zeit wirklich nur noch dieses große alte Ziegelhaus. Danach hast du mehr oder weniger Grünfläche und ein paar Bäume. Und dann kommt auch schon, da könnt ihr sehen, ich versuche auch mal so ein bisschen die alten und neuen Bilder zu überlappen, sodass ihr da wirklich einen gängigen, durchgehenden Vergleich habt. Dann kommt auch schon die Straßenkreuzung und auf der anderen Seite habt ihr da schon die Synagoge, die damals schon stand, die heute immer noch steht. Also vom Hamannhaus ist generell nichts mehr übrig geblieben. Und auch so hat sich in der Stadt vieles verändert. Wir sind auch am Café Kröpke vorbeigelaufen. Das habe ich aber später hinterher erst erfahren, dass das genau dieses Café war, ja, wo auch Hamann damals schon auf dem oder im Rotlichtviertel
Hannovers, was es ja damals war, ne? Überhaupt dieser ganze Sammelpunkt rund um den Hauptbahnhof Hannover, der damals ja auch schon existiert hatte, war ja damals Sammelpunkt von Reisenden oder Ausgestoßenen oder Obdachlosen und Hungernden und war natürlich auch gerade in Verbindung mit den ganzen engen und dunklen Gassen natürlich ein Sammelpunkt oder ein Pool des Verbrechens oder der Hehlerei und der dunklen Geschäfte. Dementsprechend ist natürlich auch dieses ganze komplette Video den Opfern gedacht, ne, die wir dann auch auf dem Stöckener Friedhof besucht haben und haben lange gesucht, weil das Ganze ist ein Riesenareal. Das war wirklich Wahnsinn, krass. Das hat auch Gedenkstätten des Opfers oder deren Opfer vom Ersten Weltkrieg. Das waren auch ganz besondere Eindrücke. Wenn man dann mal wirklich so davor steht, das macht schon ein bisschen demütig. Auf jeden Fall bin ich froh, das durchgezogen zu haben, dass ich das mal gesehen und unternommen habe. Und es war auf jeden Fall etwas, was ich so nie vergessen werde, was auch nachwirken wird und was bestimmt auch mal, ja, was mich immer mal wieder beschäftigen wird, sollte ich mir denn die Bücher und auch gerade diesen gelungenen Film Der Todmacher nochmal zu Gemüte führen. Ne? Genauso wie die gelungene Dokumentation Puppenjungs, nach denen Hamann immer so seine Opfer benannt hat. Das waren alles nur Puppenjungs gewesen. Also es war schon heftig. Ist ein heftiger Kriminalfall in der Geschichte Deutschlands und auch ist mit sicherlich einer der größten und krassesten Fälle, die wir in Deutschland hatten. Ne? Neben Peter Kürten, Honka, Karl Denke und Karl Grossmann etc. etc. Sicherlich Personengeschöpfe, die es heutzutage so nicht mehr gibt. Und ich denke mal so, gerade auch durch DNA-Forschung und so, die klassischen Serienmörder in diesem Stil, in diesem Sinne, wie es ihn auch gerade in Amerika in den 70ern und 80ern gab, die gibt es heutzutage gar nicht mehr. Gott sei Dank, muss man sagen. Gut. Dann war es das hier von meiner Stelle sicherlich für den einen oder anderen ein bisschen enttäuschend ausgefallen, aber wer daran jetzt Interesse gefunden hat, ne, wer noch jung und neu ist und sich mal mit dem Thema auseinandersetzen möchte, da gibt es bestimmt einige wunderbare Videos hier weiterhin auf YouTube, die sich wirklich ganz genau damit beschäftigen. Wenn nicht, ne, die Bücher, die gibt es auch noch überall, das sind riesen fette Wälzer, hier letztes Jahr erst erschienen oder dieses Jahr die Hamann-Prozesse. Die Hamann-Protokolle, also hier, da gibt es ordentlich Zeug zu lesen und ordentlich Eindrücke zu sammeln, wie auch im Graphic Novel Hamann. Ich glaube, der ist auch schon ein bisschen vergriffen. Also da müsst ihr wirklich suchen und vielleicht auch ein bisschen Geld hinlegen. Gut, dann soll es das von meiner Stelle schon gewesen sein, von meinen Eindrücken und Videos, die ich dieses Jahr davon schießen konnte. Ich weiß auch nicht, Lust und Ambitionen, anderen deutschen Serienmördern da nochmal nachzuforschen, hätte ich jetzt nicht. Da war Hamann schon der am besten gelegenste Fall. Nach Düsseldorf auf den Spuren zu Kürten muss ich jetzt nicht in die Mettmannstraße 71. Muss ich nicht. Gut, dann ja, höchstens Plainfield, Wisconsin wäre von großem Interesse bei mir. Dann bedanke ich mich trotzdem, dass ihr eingeschaltet habt. Gerne eure Kommentare zu den Eindrücken und Bildern, die ich hier euch geliefert habe, gerne da lassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr möchtet, bleibt gesund auf jeden Fall, sagt euer Dave von Dave's Movie Play. Nicht die beste Leistung.